Jo Leute, was geht ab? Am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ihr seht schon am Titel, im heutigen Video wird's einfach Next Level, Leute. Ihr wisst ja alle, wir haben Hide and Seek mit ein paar Cheats gemacht. Einmal mit Wallhack, wir waren einmal unsichtbar. Wir waren einmal unter der Map, Leute. Und im heutigen Video werden wir einfach mal mit Aimbot zocken. Halt nicht im Hide and Seek, sondern im ganz normalen 1 gegen 1 Modus. Deswegen, ihr seht's im Hintergrund. Moin. Wir haben hier eine Map. Wir sind hier im Creative schon am Start. Bevor wir jetzt reingehen, Leute, ich zeig's euch erstmal. Wir spielen ja gleich gegen der Nico, Leute. Wer Nico kennt, der ist wohl der krasseste Fortnite Spieler, den ich selber so kenne. Und ja, Leute, ich habe den einfach mal gefragt, ob er Bock hat auf ein 1 gegen 1. Was er nicht weiß, dass ich absolut unfair spiele, aber das werden wir gleich jetzt sehen, Leute. Wir gehen jetzt mal auf die Map. Und für die OGs auf meinem Kanal, Leute, ihr seht schon oben, erstellt von GKK. Der ein oder andere von euch sollte das kennen, Leute. Ich starte jetzt einfach mal das Game hier rein. Der Creator-Code GKK gehört nämlich zu Glitch King, Leute. Bei dem, wir haben ja schon alle möglichen Fortnite-Glitches ausprobiert. Auf jeden Fall hat der die Map gewartet. Alle, die das kennen oder die den kennen, ich hoffe auch Nico kennt den nicht, die wissen halt, okay, die Map ist keine normale Map. Aber egal, Leute, hier sitzt im Hintergrund. Und wir haben hier alle möglichen 1 gegen 1 Waffen am Start. Hier der ganze Standard-Shit. Wir zocken mit Pumpgun, MP, Crabbler. Egal, ihr bekommt hier einfach alles, Leute. Und Real Talk auf dem ersten Anblick, es sieht halt auch alles normal aus. Wir haben hier ganz normal Zap, Reset-Build, damit hier wieder alles weg ist. Und dann geht's halt hier ganz normal los. Man kann hier auch ganz normal bauen, Leute. Bla bla bla, ihr wisst. Bruder, Standard 1 gegen 1, mehr brauche ich nichts zu sagen. Was allerdings nicht so Standard ist, Leute, ist das hier hinten. Denn ihr seht schon, wir haben ja noch so einen kleinen, ja, Tresor am Start. Da kann man auch reingehen. Und sobald man beitritt, läuft der Timer. Man hat nur 30 Sekunden lang Zeit, jetzt hier einen Code einzugeben. Ansonsten wird man wieder rausgekickt. Und der Code, den ich natürlich zufälligerweise kenne, ist einfach nur 1, 2, 3, 4 mal E. Einfach unten dieses Sternchen klicken. Und dann hat man die Zeit, das hier aufzunehmen. Und wichtig, ihr müsst Schattenbomben mitnehmen. Also, falls ihr die Map selber zockt, müsst ihr das mitnehmen. Und schnell wieder raus. Ihr habt nämlich keine Zeit da drin. Und Leute, sobald ihr das Ganze jetzt gemacht habt, gönnt euch einfach. Normalerweise, ich muss jetzt mehrmals dagegen schießen, dass es kaputt geht. Gönnt euch. Pup. Digga, Bruder. Es ist alles One-Shot. Egal, was ich abknall, ist es One-Shot, Digga. Zack. Und auf Real Talk, Leute, es ist einfach unfair. Weil theoretisch könnt ihr mit der MP einen Schuss geben, er wäre direkt tot. Aber was jetzt halt vielleicht dem einen oder anderen noch auffällt, wir leuchten halt noch. Deswegen gibt es halt noch die Schattenbomben, die aktivieren wir jetzt einmal. Und sobald die ausgelaufen sind, leuchten wir nicht mehr so, als hätten wir gerade irgendwas an. Was halt einfach das Coole ist. Zack, der Skin sieht mal ganz normal aus. Wobei ich auch extra den Galaxy-Skin genommen habe, damit es keiner sieht. Aber ja, Freunde, ich würde sagen, wir labern nicht lang herum. Ich weiß, das ist jetzt kein richtiger Aimbot. Aber Bro, zielen kann ich halt noch. Und ich muss halt nur einmal treffen, dann ist er direkt tot. Deswegen, ja, Leute, Nico, wenn du das hier siehst, Grüße und Kuss geht raus. Ich weiß, das ist ein richtiger 31er-Move, aber wir starten mit dem 1 gegen 1 und let's go. Warte, ich mach kurz ein Ding jetzt hier. Hast du eine Map? Ja, ja. Ich habe eine gute 1 gegen 1 Map. Also ich habe zwar 4 Monate nicht gespielt, aber trotzdem gestern die ersten beiden Arena-Runden gewonnen. Wollte ich nur kurz mal anmerken. Als Weird Flex und dich schon ein bisschen einzuschüchtern. Also ich werde eh keine Chance haben gegen dich. Nein, das glaube ich nicht. Doch, natürlich habe ich keine Chance gegen dich. Aber wir werden ja sehen. Wird schon chillig, Digga. Warte, lass mal kurz die Map checken, ob die gut ist. Ich glaube, das ist so eine Map, wo alle Waffen auf ready liegen. Ja, das ist, die spiele ich, glaube ich, auch. Okay. Welche Waffen nehmen wir? Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, normale Pump oder Spaß ist ein bisschen OP. Ja, das normale blaue Pump hier hinten holen. Oder also, warte, wo? Hier, hier. Oh, ja. Blaue Pump und ich würde sagen, einfach eine blaue, normale AR hier dazu. Okay, okay. Machen wir mit Minis oder ohne? Ohne. Lass erstmal hier einfach mal eine zum Warm machen. Zack, wenn es losgeht. Oh, warte. Schon Steuerung vergessen. Uff! Was hast du für einen Hit bekommen? Weiß nicht, das wird immer schnell aktualisiert. Ich hab da jetzt auch miesen Hit gedrückt. Okay, komm, noch eine zum Aufwärmen und dann machen wir richtig. Achso, geht's schon los! Nee, warte. Egal, mach! Nein. Ey! Das ist schon regelkonform sein. Hallo! Junge, da baut er mich ja noch ein, Junge! Na? Ah! Mach, edit! Oder zerstör die! Ey, 105er, Digga! Ich drück die aber auch immer! Kann ja nicht sein! Digga, guck mal hier, the best player! Das ist einfach dein Skin in groß. Bis nach oben, oder was? Oha, Junge, Maschallah. Schön am Posen. Digga, ganz wild. Ja, wow, mein C wird ja von dem Ding da komplett... Ach, Digga, ist ja scheiße. Was meinst du? Guck mal, das ist voll hässlich. Lol. Nein, Spaß, liegt wieder weg. Shadow-Granaten? Ja, aber ohne. Macht einfach mein... Das übertönt meinen Namen hier. Oder ist das so bei mir? Ja, doch, bei mir auch. Digga, egal, komm. Ja, warte, man kann hier draufklicken. Dann wird alles resettet. Und dann starten wir direkt rein, Digga. Oder, jetzt hab ich gebaut. Mach du, ich kann das nicht so schnell. Ready? Okay, und?
Go. Go. Jetzt nimmst du mich komplett auseinander. Safe. Wow, Digga. Da. Ah! Was, Bruder? Habe ich nicht einen Hit gemacht? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, man wird immer schnell direkt auf 200 wieder gesetzt, deswegen. Digga. Was passiert, wenn man hier drauf geht? Ne, fliegst hoch. Yo! Ist zum Zuschauen, glaube ich. Nein, geh mal drauf. Ja, du fliegst hoch so und dann kannst du zuschauen, wenn einer Bild fällt. So kannst du halt so hochfliegen mäßig. Ja, aber spring mal. Digga, das ist übertrieben. Ja, ich glaube, ich kenne das, oder? Ja. Digga, ist komplett wild, Alter. Okay, ich komme wieder an den Anfang. Okay, yalla. Kann ich? Ja. Wow! Digga, wo bist du? Mann! Bro! Ey, was ist das? Junge, es kann doch nicht sein, Alter. Ich mache ja nicht einen Hit. Hast du gehört? Wo bist du? Ja, ich habe nicht einen einzigen Hit gemacht. Ja, was soll ich sagen, Digga? Ich muss ein bisschen mehr trainieren. Ich bin hier bei dir. Warte, ich gehe andere Seite. Und nächste Runde. Go, go. Ja, ja, komm. Junge, ey, ich raste gleich aus. Oh, fuck. Was? Ey! Junge, ich hit aber nicht. Doch, doch, jetzt wird es was. Ja, ja, jetzt wird's was. Digga, ich krieg's kotzen, ne? Wieso geht's die ganze Zeit in der scheiß Schattenmodus da? Bro. Ich muss erstmal wieder runterkommen. Das ist mies peinlich gerade, ne? Ach, Digga, juckt doch nicht. Es ist mies. Doch, es juckt. Go, go. Putz, Junge. Junge, da haben wir den Controller ausgepackt. Digga, hast du den Controller ausgepackt? Du hast einfach mies kassiert. Okay, go. Ach, Digga, ich probiere 90s gar nicht erst. Ich kann's ja eh nicht. Einfach diagonal hochlaufen. Ey, Digga, geh mal raus aus mir. Was soll denn die Scheiße? Digga, warte mal. Irgendwas kommt mir ganz komisch vor, Digga, mit den 101s. Bro. Du sagst die ganze Zeit, du hittest nicht, weil du bist richtig so drauf, so für dich zu hitten. Und dann hittest du mich und dann die hitten irgendwie so 500. Was? Digga. Es war schon komisch, dass du gesagt hast, ja, lass einfach mal nur uns machen, Digga. Ja! Digga, easy! Lass mich raten, du hast irgendwelche Hacks aktiviert, oder? Nein! Du hast Aim und Ich hach, der gar nichts hab ich aktiviert. Komm, nächste Runde, noch eine Runde. Und aim go. Mich mal an, aim mal auf mich. Nee, Digga, was für Aim auf mich? Hier, komm, nächste Runde. Nächste Runde. Okay, okay. Zack. Ja, ja, er macht den Runterbauer, Digga. Okay, okay. Digga, du schießt aber auch etwas schneller als der normale. Ich schieß nicht schneller. Bro! Ja, wenn ich jetzt weiß, dass ich hier gegen Cheater spiele, Digga, dann muss natürlich jetzt nochmal Vorsicht geboten werden. Hä, weiß nicht, was du meinst, Digga. Okay, ja, letzte Runde, los. Junge, ich hab fucking Hex an und du ziehst mich jede Runde. Digga, ich hab gottverdammt Ding an, dass ich irgendwie 9900 Schaden mache und trotzdem verliere ich jede Runde. Ja, ich hab's dir gerade gesagt, Digga, aber irgendwie kommst du komisch vor, dass du mir zwei Air-Hits gibst und ich auf einmal tot bin. Ey, was soll das? Warte, zeig, komm mal mit, Digga. Ich krieg's kotzen, Mann. Ich dachte, es wird jetzt hier easy jede Runde gewinnen. Wenn man hier reingeht, guck, kannst du hier E. Drück mal die ganze Zeit auf E. Auf E? Ja, nee, auf unten, auf Stern, auf Stern. Und dann kannst du das Ding nehmen, dann machst du halt alles One-Hit. Aber du nimmst das nicht, Digga. Ich nehm das. Lass grad nochmal tryen. Digga, hab ich schon gewundert. Du gibst mir so einer Air-Hit, Digga. Ich hab 10 AP. Ich dachte so, ey, warte mal, das stimmt doch hier nicht. Okay, go. Das Problem ist, ich verliere ja trotzdem. Wer ist damit? Putz, Junge! Was los? Digga, einfach easy gesnackt. Junge, ich habe einfach schneller gebaut, als du gucken kannst. Digga, was hast du noch alles eingestellt? Cleaner One Pump. Gar nichts habe ich eingestellt.
Ich konnte auf einmal keine Wände mehr bauen, einfach, Digga. Hä? Da kann ich nichts dafür. Hex macht auch nicht den schlechtesten Spieler zum Besten. So. Bro! Guck mal, ich habe den ganzen. Ich mach so in letzter Zeit so. Ey, mein Ding ist weg. Oh oh. Jetzt muss ich ohne Hex gewinnen, egal, schaffe ich auch. Weißt du, warum ich das weiß? Weil ich letztens auf deinem YouTube immer war und gesehen habe, dass da irgendwas stand, Fortnite mit Hex spielen. Ja. Ja, ich habe Fortnite Hide and Seek gespielt mit so nicht richtigen Hex. Aber ich benutze immer die ganze Zeit so das ein oder andere Tool, sagt er. Tool, sag ich mal. Yeah. Nein. Ich schieß daneben. Oh mein Gott, Digga! Ey, du wärst One-Shot gewesen, oder? Ja. Schade, Mann. Aber ja, ich glaube, ich bin aufgeflogen. Ja, ich glaube auch, Digga. Also wenn du so schnell schießt wie fucking Rambo, Digga, dann kann man. Komm, warte, komm mal mit. Ich zeig dir das mal. Und dann machst du. Nimm das auch einmal. Einfach. Real Talk, ich schieße aber nicht schneller oder so. Einfach hier unten auf den Stern. 1, 2, 3, 4. Und dann durch das Teil laufen. Ja. Hä, aber bei mir leuchte ich. Ja. Ja, das ist Trick 17, deswegen Schattengranaten. Die aktivierst du einmal, danach ist es weg. Das habe ich die ganze Zeit am Anfang gemacht, damit ich nicht aufgehe. Digga, denkst du, es war mir nicht schon klar, dass du irgendwas vorhast, Digga? Du sagst so, ja, lass einfach One-on-One zu machen. Ja, übel das nice Video, Digga, einfach One-on-One zu machen. Hä, ist so ein geiles Video. Ja, Bro, du mit Hex. Da brauch ich gar nicht spielen. Da sehe ich mich, Digga. Ja. Ach, Digga, komm, Junge. Wenn du mich schaffst, einmal zurück, kriegst du für 50 Euro. Okay, Digga. Aber in den nächsten 5 Malen. Wie in den nächsten 5 Malen? Ja, ich muss, wenn ich dich 5 Mal hole, dann ist der Deal durch. Okay, dann go. Komm. Bro! Super, war ein klasse Video, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich eine Hacker-Folge verkackt habe, Digga. Normalerweise flachs ich über alle anderen. Ich habe Hacks an. Du ziehst mich trotzdem easy weg. Digga. Ich hab mich den ersten Rund gewundert, ob du überhaupt irgendwas anders, Digga. Ja, normal. Ich kann mir auch nicht zum Schießen, Junge. Egal, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Peace.